so, Leute. Wir sind, oder ich bin auf dem Steg und die anderen folgen mir. Hier vorne, das blaue Boot ist wohl unseres, hat er gerade gesagt. Und damit fahren wir jetzt 3 Stunden auf die See, bevor wir dann wirklich da sind. Die Sonne ist gerade aufgegangen, scheint da hinten in die Fenster. Das sieht auch echt angenehm aus. Aber ihr hättet auch ehrlich gesagt nochmal 2 Stunden schlafen können. Neben den Schnarchis, die wir im Zimmer haben. Aber jetzt geht's los. Wir haben alles unterschrieben, ich habe mein Leben abgegeben, keiner übernimmt das Risiko. Und hier sieht man noch Port Lincoln. Und jetzt heißt es erstmal 3 Stunden Boot fahren und dann zum Anikum und dann geht es in den Käfig. Ich bin Gruppe 3, das heißt vielleicht sind die Haie dann schon satt von den anderen, wenn sie gefressen haben. Also, auf geht's. In dem Naturschutzgebiet Neptune Islands. Ein anderes Boot ist auch schon da und wir hatten gerade auch schon nach den Haien. So Leute, das ist der Käfig. Hab den schon mal getestet. Der wird sagen, für sicher befunden. Und Seelöwen befinden sich auf der Insel. Deswegen kommen die Haie her, weil es ein gutes Futtergebiet ist. Today. Now, just straight off the bat, guys, as you can see, we've got a bit of weather coming in here. It's all a bit strange. We were travelling with a northerly, we get here and it's an easterly. So at the moment, we're not going to drop the cage in, mainly for safety concerns. Hopefully, it's meant to, well, the forecast is telling us it's meant to swing around to the north a little bit more. If it does, that'll give us a bit of protection from the island, and then we can get this bad boy in the water and do it safely. But that is my biggest concern, is safety. So. Wir bereiten alles vor und dann geht die erste Gruppe. It's gonna get over the next sort of couple of hours and then swinging around but getting really strong. So we're gonna attempt to dive, okay? Think about your own capabilities, okay? It is what it is. Pay attention to what I say. Any bullshit with not listening to us and I'll stop everything, alright? It's very borderline. So we'll give it a go and see how we go. We'll just play it by ear, alright? Jetzt gibt es Klamotten, sieht ein bisschen zerstört aus, aber jetzt Taucheranzug und Schuhe, da geht's los. So, ich bin angezogen in voller Montur, 7 mm Neo, unter 15 Grad Wassertemperatur, da geht was, würde ich sagen. Wir werden nicht frieren, oder doch, mal schauen. So, ich gehe jetzt ins Wasser,
und wir switchen jetzt zur GoPro. So, und wir gehen ins Wasser, also komm mit. Leute, was für ein megamäßiges Erlebnis. Den Käfig holen sie gerade rein. Und wir fahren zurück. Und jetzt bin ich doch ein bisschen seekrank. In dem Käfig hat es übelst gewackelt. Aber was für eine Mega-Erfahrung. Wie krass war das denn, als der Hai in den Käfig gebissen hat? So meine Hand kurz daneben. Ich war ein bisschen nervös, er vielleicht auch. Und was für geile Aufnahmen. Super toll. Also ich hatte einen mega Tag heute. Nicht gekotzt und aber noch was bekommen. Ich habe also daran teilgenommen und welche haben wir fotografiert. Also wir kennen jetzt meinen YouTube-Kanal und das Wetter klart wieder auf. Wir haben sogar einen Regenbogen. So, wir sind zurück. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.